Ja, Herr Wagner hat zu mir gesagt, dass du total laut bist im Schulbus. Ja. Du. Ja, wegen dir. Aha! Jetzt. Meine Schuhe! Ja. Mach die nicht kaputt. Leuchtete kaputt. Es dann auch ein, als... Du? Bist nein. Laut? Wegen du, mein Lieblings. Ja, weil Lumen immer so komische Sachen macht, sie ermahnt. Aber wenn... Nein, weil Lumen immer keine... Piggy, Faggy, die Faggy. Piggy die Pagge die Peitsch? Was ist los bei euch? Jetzt sind ihr überhaupt nicht mehr durch. Das ist Piggy die Pagge die Peitsch. Das ist. Damit haut sie immer und sie sagt, hau mich. Piggy die Pagge die Peitsch! Aber nicht mehr so, ist doch ganz normal. So, für Lumen ist das ganz normal. Es ist nicht. Piggy Piggy die Peitsch, ja. Oh Mann, ey. Lustige Sachen, was ihr so macht miteinander. So, okay, Piggy Piggy die Peitsch gibt's nicht mehr. Okay. Und der Busfahrer muss sich konzentrieren, ja. Auto zu fahren. Wenn ihr die ganze Zeit Quatsch macht, dann baut ihr einen Unfall. Ne, das wollen wir ja nicht. Okay, habt ihr verstanden? Ihr müsst euch benehmen im Auto. Hab dich auch ganz doll lieb. Ihr wacht 6 Uhr auf, ja, habe ich schon gemerkt, ihr seid ganz früh wach jetzt. Und wisst ihr warum? Weil ihr nicht mehr Fernsehen guckt. Dann Geschichten und dann schlaft ihr auch schneller ein und das ist gut. Ihr geht ins Bett und das war's. So wie man es eigentlich macht als Kinder. Gut, schöner Tag bitte heute, wa? Offensichtlich, na Gott sei Dank, ey. Ja. So, Achim ist heute wieder im Laden. Jetzt haben wir keiner da, jetzt haben wir geschlossen. Jetzt haben wir frei, jetzt haben wir Gammeltag. Gestern, heute ist mein letzter Tag mit, letzter Tag mit dem Posten. Mit dem Reklameposten. Na, dann bin ich fertig mit dem Reklameposten. Dann kommt das nächste Ding dran. Und so weiter und so weiter. Und das sind jetzt so die Tage. Station 1 wieder mal. 5 Minuten vor der Zeit ist das Preußens Pünktlichkeit. Sind wir da? Papa, sowieso gelb. Ja, das ist sie. Deine ist sehr gelb und deine ist sehr pink. Ja. Naja, wenn das nicht ist für dich, dann lass es bleiben, dann trag die nicht. Nein, wir sind in Ordnung, wenn wir anfangen. Jetzt hört das ja schon wieder auf. Okay. Ja, nicht, dass du da irgendwelche... Das muss nicht sein. Gut. Katharina geht. Katharina ist da? Mhm. Gut. Na dann, was mit dir? Ja, weil ich lasse euch alleine doch nicht vor der Schule stehen. Muss immer jemand dabei sein, beziehungsweise du kannst ja gleich reingehen. Immer. Ja. Bin gleich da, ja? Guck mal, Papa. Und es geht weiter. Jetzt gehen wir Lumen ab. Nicht, weil letztes Mal, wo ich den gefilmt habe, gab es ja hier einen Unfall. Da heißt es aber hier am Ende, ich bin dran schuld. Genau hier an der Stelle, dieses Auto, was sich da überschlagen hat, fast, Gott sei Dank glimpflich ausgegangen ist. Aber die Länder ist heute noch verbogen, also das erinnert mich ja immer daran, wie schnell sowas passieren kann. Schwuppsiwupp. Einmal falsch,
Er war nicht ganz aufmerksam gewesen. Knack. Also. Ah, wir haben schon dolle Dinger erlebt, ey. Meine Güte. Aber nicht jeder Tag im Leben ist aufregend. Das werdet ihr auch wissen. Und dementsprechend sind natürlich auch meine Vlogs mal langweilig und mal ganz interessant. Für den einen mal dann, für den anderen mal dann. Ja, weil jedem recht machen kann man es ja nicht. Und ich werde auch nicht so mich verbiegen lassen. Also wenn jemand sagt, so oder so, oder so und so, oder das gefällt mir nicht, oder so. Das bin ich halt. Das ist ja nicht gestellt. Das ist ja keine Show, wo man, interaktive Show sozusagen, wo man da mitmachen kann. Mitmachen könnt ihr tatsächlich, aber nicht lenken. Der Hauptcharakter bleibt, wie er ist. Unverbogen. Da können jetzt alle zetern, wie sie wollen. Das ist halt so. Und man verändert sich ja auch. Das ist ja keine Frage und so. Das ist ja schon. Aber nicht so hier. Man verändert sich ja aber. Das ist ja klar. Man macht ja auch der erste Vlog, den ich gemacht habe, oder das erste Video sozusagen, was ich gemacht habe, oder was auch immer. Das war natürlich ganz anders. Da war ich vielleicht auch noch ein bisschen anders drauf und so. Das mag ja alles sein, dass man so mit der Zeit ja auch reift. Das ist ja ganz normal. Mit den Einflüssen von außen, die nimmt man ja auf. Ich bin ja auch nicht stur, blocke nur ab oder so. Nee, ist alles in Ordnung. Ich lerne dazu jeden Tag. Hat auch meine Mutter gesagt. Übrigens, die Geburtstags-E-Mail habe ich gelesen. Danke. Dafür war sehr nett geschrieben. Wollte ich mich bedanken. Und ja, auch so ein Ding habe ich jetzt gelesen. Hat sie tatsächlich beschwert, dass ich mich nicht bedanke für die ganzen Glückwünsche. Aber was ist denn los mit euch? Na, sag mal, ey, ich habe da gesagt, die Videos kommen jetzt nicht alle. Ja, gut, das habe ich nicht vorher gesagt. Das habe ich jetzt gesagt. Aber das ist ja auch im letzten Jahr so gewesen. Da kommt ja nicht jeden Tag ein Video. Und ich bin wohl einer, der billigt mir ein, doch recht höfliche Menschen auf der Welt. Und ich bedanke mich schon für solche Sachen. Ja. Also, das ist ja wohl. Klar. Allerdings bin ich auch einer, der das ja nicht mag, wenn er Geburtstag hat. Also ganz ehrlich, das würde ich gerne auch untergehen lassen. Aber es ist halt so, meine Kinder finden es toll, wenn jemand Geburtstag hat und freuen sich da total drauf. Und deswegen feiere ich das eigentlich auch nur mehr oder weniger. Feiern ist ja auch übertrieben. Wir haben ja eigentlich nichts. Ihr macht das einen Tag für mich wie jeder andere auch. Man wird älter, ich bin nicht sauer, wenn nicht gratuliert wird. Ja. Ich habe noch niemals jemanden nachgetragen, sozusagen. Außer vielleicht selber als ich Kind war, das weiß ich aber selber nicht mehr. Da ist man, als Kind ist man halt so Feuer und Flamme. Aber also als Erwachsener ist das alles nicht so dramatisch. Wer gratuliert, der gratuliert nicht da. Deswegen, das wollte ich einmal sagen, wer mir gratuliert, der gratuliert nicht deswegen bitte, damit ich darauf reagiere und mich dafür bedanke. Weil das möchte ich nicht. Aktion, Reaktion, dieses Hin- und Herspielen, dieses Floskelhafte. Entweder wird gratuliert, weil man es wirklich ehrlich meint. Ja, und dann gratuliert man denjenigen, ohne irgendwie zu denken, naja, jetzt muss er sich aber auch bei mir bedanken. Ja, das gibt es nicht. Also Schluss und letztendlich hätte ich ja fast schon wieder gestern, das hätte ich ja fast schon wieder rausgeschnitten. Schon rein, weil ich dann dachte, naja, was soll denn das? Das sieht ja aus, als wenn jetzt jemand sagen muss, naja, ich muss dich auch mal bedanken. Kennt ihr ja von früher so, weißt du? Wenn man der Mutti eine Freude machen wollte, den Tisch gedeckt hat, zum Beispiel, nur als Beispiel, und dann irgendwie schon angefangen hat, so heimlich, sagen wir mal, ja, und dann auf einmal gesagt wird, von hinten irgendwo, hey, du kannst ja schon mal den Tisch decken. Dann denkst du, oh, du kotzt doch gerade im Strahl oder so. Ja? Hab ich doch gerade schon angefangen. Wollte ich doch eh schon machen. Oh, ist das nervig. Oh, Überraschung im Arsch. Und als Kind oder was siehst du denn nicht, dass die Mutti sich trotzdem freut, wenn du den Tisch deckst? Hat jeder von uns auch schon erlebt, sondern. Bei strahlendem Sonnenschein und einem super blauen Himmel. Richtig angenehm, richtig schön. Ein kühler Wintermorgen, würde ich sagen, oder Spätherbst. Ne, Herbst.
kühler Herbstmorgen. Und ganz klarer Luft. Sehr, sehr angenehm. Dann zu Hause. Also sie ist auch wirklich eine ganz intelligente. Ne? Das ist so verrückt. Sie ist ein ganz schlaues Mädchen. Sie kann ganz viele Sachen nachvollziehen, logisch. Und dann staunen wir immer, dass dann so einfach Sachen wie 3 minus 3 nicht funktionieren. Ne? Der dritten. Sie hatten gesagt, irgendwie, dass die Lerntherapie erst ab der dritten Klasse, also würde das eh wahrscheinlich jetzt gar nicht anfangen. Also könnte man das übers Jugendamt noch gar nicht beantragen. Wer stöhnt? Ja, länger kann ich nicht. Unten steht den Rad, habe ich vorhin angenommen, um 8 Uhr. War schon jemand da? Um 8 Uhr. Um 8 Uhr, ja. Licht. Licht ist das Problem. Die Birne vorne hat schon getauscht, die war das Problem. Die Kontakte vorne habe ich schon gemacht. Jetzt ist nur noch, das Licht hinten funktioniert, habe ich auch schon getestet. Jetzt ist nur noch, die Schutzblechleiter sind auch okay. Dazu sind die kleinen Pins liegen ja. auf dem blauen, da wo der Zettel liegt von ihr, auf dem blauen Schränkchen. Jetzt könnte es nur noch sein, das Stück Kabel, was hinten aus dem Schutzblech rauskommt bis zum Dings, oder das Kabel, was sozusagen unten am Schutzblech anfängt bis nach vorne. Das habe ich noch nicht durchgemessen. Ja, das sollte man hinkriegen, ja. Eigentlich nur Kabel. Wenn nicht, dann ist einmal ein Komplettkabel von vorne nach hinten durchgehen. Genau. Wo ist meine Frau? Schon wieder fluchtet. Kaffee. Ja, habe ich auch noch nicht. Hast du die da hingesetzt? Nee. Töpfchen, Flieger mal. Wo hast du sie denn hingesetzt auf dem Boden? Ich hab sie wie hingesetzt. Die muss man nicht hinsetzen. Die sitzt alleine. Die fliegt alleine. Toll, guck mal, das ist jetzt schon hoch. Ja, so ist okay. Ja, so. So. Ja, also Lumen hat eine ganz erhebliche Schwäche in beiden. Ah, okay. Also ja. Sehr unterdurchschnittlich, ja. Das nennt man, wenn es beides so erheblich schwach ist, sozusagen eine Duodiskalkulie. Lernbehinderung ist es nicht, weil sie normal intelligent ist. Ich hab's vergessen. Ja, das gleiche, was du hast halt. Irgendwie muss es der haben. Ja. Also. Ach Mensch, ey. Nächste Ding. Also hat sie eine Dyskalkulie. Dyskalkulie und Legastheniker ist sie, ja. Dann kann man ja nicht mal Vorhaltung machen, wenn sie dann irgendwas übt oder so. Und ab der dritten Klasse hat sie Anspruch auf Lerntherapie. Aber ich meinte auch, naja, es ist so schwierig, weil sie kam schon so spät nach Hause, hat schon Ergo und Logopädie. Manchmal, also heute zum Beispiel, muss sie um 18 Uhr noch zum Logopäden. Macht ja alles Spaß, das ist ja keine Frage, was ist für sie auch ein Tag. Langer Tag, von 8 bis 18 Uhr plus nochmal die Stunde dran. Plus dann noch, wo bleibt die Auszeit? Halt dich! Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist denn los mit der? Ich gehe morgen zum Tierarzt. Es ist kein Wunder, wenn du dauernd eine von Schädel bekommst. Genau. Die kann einfach das Ding nicht halten. Die kann einfach den Kurs nicht halten. Nee, okay. Aber wie bist du denn da hochgekommen, sag mal? Das war ja eine Glanzleistung denn. Aus Versehen. Ich hatte auch mit den Füßen so festgehalten. Da hat sie ja jetzt auch probiert, sich festzuhalten. Die wollte ja oben bleiben eigentlich. Aber das ist ja nicht gelungen. Sie ist echt runtergefallen. Gerade. Da war ich ein Leben lang hier. Nee. Nee. Ja. Ja. Nee. Ja.
kriegst den großen Vogelbauer an, dann ist gut. Vogelbauer? Vogelbauer, so nennt man Käfige. Bauer. Ja, du bist mal ein Läufer, ich sag mal, Tölpel bist du. Ja, eine Mischung zwischen Taube und Tölpel. Eine Zwischung sozusagen. Der Kiwi ist ein Laufvogel. Na, flieg denn los, Herrgott, du willst nach oben, dann flieg doch. Mach dir einen Hals gerade. Das wird wirklich irre. Ja, also, nee, nee. Ja, nee, ja, nee. Besser. Ja. Da juckt was am Bein. Ja. Nicht vorhandene Kacke. Ich bin fertig. Der Teig eingestellt. Ich bin fast umgefahren. Hab dich umgefahren? Ja, hast du mich nicht gesehen? Nee, hab ich nicht. Was machst du zu der Uhrzeit an der Straße? Ja, hab ich mir gedacht. Harzen, Harzen! Harzen, abharzen! Weißt du, was ich da schön gefunden habe? Harzen. Was hast du neu gefunden? Heute Morgen ganz frisch von der Stange. New Vintage. Was? Stock? Was denn? Ein Merlin. Ja, okay. Die Lampe war kaputt. Alles neu verkabelt. Merlin Superlight. Alles neu verkabelt, wisst ihr, also hinten neue Kabel gelegt mit Kabelschuhen nach hinten zum Rücklicht. Schließ vorne an. Wie? Geht nicht. Nimm die Batterie. Leuchtet. Okay. Nochmal angeschlossen. Ich habe ja vorne zwei Anschlüsse. Nein, auch bei dem anderen nicht. Hm, naja, da habe ich es ausgetauscht. Ja, das ist doch auch. Dann hat es jetzt eine LED. Okay. Genau. So, jetzt muss ich erstmal einen Telefonierer machen. Merlin, Merlin, Merlin. Mann, ey, meine Fresse. Das ist viel Arbeit. Und weg. Nächste Staffel. Ich habe erstmal keinen Bock mehr auf Internet gerade. Boah. Oh, vor allem ist es ja so langweilig und da kommt ja auch eine Speier rum, wa? Jetzt muss ich erstmal die Bilder müssen hier weg. Die hier, die Kunst sozusagen. Die Kunst ist zu verkaufen. Zweideutig. Die Kunst ist zu verkaufen und die Kunst ist es zu verkaufen. Okay. Gut. Okay. Die Mappe hier, die ist von einem Kollegen, die habe ich befändet sozusagen. Also die hat er mir abgegeben, gegen nicht abgegeben, sondern beliehen. Hab die. Das ist gar nicht meine, damit kann ich nicht anfangen. Das nervt mich auch gerade. Die ist mir voll im Weg, das Ding, dieser riesen Klumpatsch. Noch Grafikposten, alte Rechnung hier noch zu bezahlen. Oh. Ganz alte Rechnung. $18.50 Stearinlichter. Und Scheibenwachs.
So, was noch? Den TK1 hier. Der muss noch weg. Denn die ganzen Infla Postbriefmarkenalben mit Infla und dem ganzen Quark. Ist auch weg. Hat noch nie nirgendwo angeboten. Ah, das ist alles zu viel. Komm morgen dran. Morgen. Ich überlege mir den Dämpfer hier zu holen. Hat zwar keine Kashima-Beschichtung, aber 140 Shelly, Euro. Wo hat er denn das hingebracht? Auf den Hof oder was? Du bist ja auch nicht. Wohl verschachtelt. Die Wunderwaffe. Oh. Hier ist uns ja. Ja. Da ist er doch. Globus. Kennst du das? Globus? Stabil. Ja. Was ist das? DM? Kaufhaus. Kaufhaus. Ja. Versand. Ohne Spezialwerkzeug. Haha! Jetzt ist er aber noch hier oben. Liegt er sich hier? Na, ist hier nicht richtig fest, oder was? Wenn er nur mit der Schraube hier hält, oder warum auch immer, du hast die Schraube ja da nicht reingedreht, oder? Nee. Ja. Dann ist es wahrscheinlich, hat er vorher schon eine Macke gehabt, weil normalerweise ist ja keine Schraube da oben drin. Ach so? Der hält er durch die Klemmung. Ich dachte, das ist Standard. Zu dem Fahrrad gehe ich nicht mit dem Fessel aus dem Haus. Nach hinten drehen. Ja. Komm. Komm. Wirklich? Ja. Das ist den Vega Stunt-Fahrer so. Ich halte die Hand raus, so. Ich habe einen Schlag. Gar keine Reaktion. Matrix, du hast ja immer noch drauf. Ich habe ein zweites für dich. Wir kriegen zwei. Du kriegst das und ich nehme das andere. Bling, bling. Der war eine ganze Packung. Gleich mal eine ganze Kiste, Alter. 10 Stück habe ich für mich beholt. Einfach nur zum Beiseite packen. 10, 20 Jahre, Liana, dann kannst du die verkaufen. Paul. Paul. Nee, Paul. Paul. Da auch. Das ist falsch. Paul. Du hast geschrieben. Wie ist es hier oben? Oh, Mist. Aber das wird nur einmal als Fehler gewertet. Ja, ich weiß. El Paul. Paul. Ja. Paul. Was ist denn das hier? Schrift habe ich immer in der Tat. Ich will sehen. Komm her. Cool an. Sehr cool. Ja, die Schokolade. Ja. Das ist Mondkrustfrei. Kannst auch das Mondkrustfrei essen, Tommy? Ja, kann sein. Leon war schon da. Oh, ja, lass den mal da drin, ne? Mit seinem Kumpel. Also mit seiner Freundin. Achso, war gerade seine Freundin. Merci. Guck! Zu wem ist das? Milch. Was? Milch. Ein Sub. Ganz schön. Ha, guck, die klaut. Mal nicht. Ohne. Nein. Oh, Marvix. Das ist auch so ein Fresssack, wa? Guck mal. Marvix. Keramik.
Nie benutzt. Brandneu. Guck mal, Tommy. Guck dir den Kies hier an. Das ist ein Gourmet. Gummit. Genau, Ahnung, sie ist im Wachstum. Schön gesagt. Ja, jetzt sind sie auf alle Fälle. Ich hab die Schalter. Yeah, yeah, yeah. Hier sind die Schalter. Yeah, yeah, yeah. Anouk, deine Schalter sind da. Für dein Fahrrad. Nicht neu, aber man kriegt sie eh nicht mehr neu. Aber fast wie neu. Boah, ist das geil. Ist das halt geil. Und hier, Regen. Was ist das? Hä? Wieso kenne ich denn das nicht? Ich war so gestammt, richtig. Ja, weil das habe ich noch nie so gesehen. Ist das modern oder was? Oh. Das ist ein Zusatzhebel, also ich weiß, was das ist. Aber ich habe den noch nie gesehen. Guck, du schraubst den hier ran, da, und verbindest die mit den Ösen hier. Den da und den anderen da. Warum? Und dann kannst du am Hörnchen oben halt. Kannst du am Hörnchen oben schalten. Oder eben an der Verlängerung. Jetzt eine Verlängerung für den Linker nach vorne oder zur Seite. Wie genial! Aber ich habe noch nie so ein Ding am Fahrrad, noch nie am Fahrrad gesehen, das Ding. Und was ist das jetzt? Na, ein Zusatzschalthebel. Aber wie genial ist das denn? Und der ist da einfach mit dabei. Einfach kriegen sie noch mit dabei. Ich habe mich gewundert, was ist da zur Hölle? Ja, ist ein Zusatzschalthebel. Oh, ist das geil. Papa freut sich. Oh. Ja, und dann guck, das ist, letztlich kriegst du das ja. Ey, Luki, ich konnte mir sowas früher nicht leisten. Nicht, den einen Hebel konnte ich mir nicht leisten. Der war so teuer, ich konnte mir den nicht leisten. Du kriegst das mal einfach so. Frechheit. Das ist nicht mal Geburtstag. Nee, nichts hast du. Scheiß hast du. So, auch kannst du deinen Geburtstag wieder haben müsstest, um sowas zu kriegen. Du bist 80, wenn du ein Fahrrad kriegst. Wir sind durch mit den Geburtstagen für den Rest. Für den Rest ihres Lebens. Zusatzbremshebel X. Zusatzschalthebel XTR 915 Serie. Niemals gesehen. Wieso? Ich muss den googeln. Wenn ich den google, sehe ich ihn 1000 Mal wahrscheinlich dann. Aber ich habe den noch nie gesehen, noch nie habe ich dieses geile kleine Hähnchen gesehen. Das ist das Rad? Nee, wie hast denn du das Rad? Da soll ein ganzes Rad drin sein in der Kiste? Das ist doch riesig. Hä, wer hat denn das gemacht? Da ist ein GT Zaska in Pink drin. Wahrscheinlich ist es nur noch ein... Nee, hat nur noch ein Trümmerhaufen. Haufen. Wie das durchgewalkt ist, das Paket ist das doch... Alter. Aber das ist ja nicht alles, das ist ja nicht alles gewesen. Ich habe ja für einen 100er einfach noch mehr bekommen. Ja gut, das hat auch ein 100er gekostet, war? Aber ich habe noch die XCR hier bekommen. Ihr seid so geil. Hat sich übrigens keiner gemeldet auf meine Anfrage, ob jemand 950 Schalter hat oder so. Ist ja klar, hat ja keiner. Da bin ich sauer. Ja, wäre ich sauer, genau. Und die, die es haben, die gibt es natürlich nicht raus. Auch zu Recht. Ich würde es auch behalten. Macht das nicht, ist ja totaler Quatsch. Man findet es ja auch ab und zu. Ne, Fahrt traut man ja nicht, was zu packen. Da, wo ich das, da, ne. Da kann kein Fahrrad da drin sein mehr, so wie das Paket aussieht. Sieht aus, als ist das echt durchgerollt worden. Ich hoffe, das ein bisschen auseinandergebaut. Ja, mit Sicherheit hat das auseinandergebaut, weil so ist es nicht machbar. Und hier soll das Fahrrad drin sein? Ich komme gleich. Ja. Ich weiß auch nicht. Ungefähr. Glaubst du, dass da ein Fahrrad drin ist? Ja, von der Größe her könnte das passen. Aber guck mal, wie zerballert das schon ist. Oh, von, ich meine, so packt man her, das hat mir ja hin. Wo ist die Kamera? Ja, da. Tommy beim Auspacken. Aber ob das hat dich zu sehr gedrückt, das sieht schon scheiße aus hier. Ja.
Aber er hat sich Mühe gegeben. Naja, er hat alles gepackt, was er so da hat. Sammelte Werke. Ich sehe was pinkfarbenes. Ja. Das ist es ja. Ach so. XCR-Rahmen in Pink, original. Nicht GT Tusker-Rahmen in Pink, original. Das ist halt das Geile. Ja. Ich hoffe, der hat nicht ganz so doll gelitten. Das ist ja ein Scheiß, ey. Ja gut, das ist... Okay. Aber er hat sich beim Einpacken tatsächlich wirklich Mühe gegeben. Spannend. Lass die Sattelschütze raus und dann die Erinnerung. Ja. Dann gucken wir mal. Was? Was steht da? Vielleicht. Hey, ich meinte auf der Sattelstütze. Monster. Na, die Edco-Namen sind scheinlich geil. Ja. Ja. F93. Ja. Und das hier kann ich nicht identifizieren. Bremse. Bremse. Eine alte U-Brake. Ah ja, eine alte U-Brake. Ja, das ist Goldschaub irgendwann. Ja, ist natürlich. Total schade, dass er hier die Decals drüber geballert hat. Du kannst doch sehen, das alte hier. Ja. LED. Ja. Alte LED kannst du noch sehen. Das sind nicht passende Zasker LED. Also das ist es, aber er hat neue Decals drüber. Ich habe gedacht, das ist kein Zasker, aber das ist ein Zasker, das siehst du, Gott sei Dank. Und wenn es so verblichen ist, dann ist das auch einer Pink. Ja. Aber voll ausgeblichen. Gemacht, ey. Dann lieber ohne die Girls, ohne die Dinger. Wenn die so geschissen abgehen wie das hier. Er hat wahrscheinlich nicht mit Bremsen rein, der hier arbeitet. Keine Vibration. Spür mal den Rahmen. Ja. Das ist genial. Ja, The Silent. Na, die entkoppelt. Und pass auf, Schmiernippel auf beiden Seiten. Ja, nicht nur auf einer Seite, wie so auf beiden. Oh, stimmt. Ah, das ist richtig hochleistungsstark. So, wie geil ist das, Alter. Edco-Narbe. Hier auch. Beide Seiten. Ja. Ja, Hammer, Hammer, Hammer. Ey, wo ist denn die Mannschaft? Handy. Immer pumpen, pumpen, pumpen. Ja, die Kills kommen ab. Ich stelle mich jetzt schon. Ich fick schon. Aber so, geil, geil. Geiles Rad für einen okayen Kurs. Also das war okay. Das ist jetzt nicht super geil. Ich weiß nicht, was ich bezahlt habe. Aber wenig war es jetzt nicht. Aber jetzt kein Schnäppchen unbedingt. Also für einen Zasker ist ein Schnäppchen auch nicht. Wahrscheinlich sind sie alle zurückgeschickt, weil sie die Gabel gesehen haben. Die Gabel ist ja neu. Die haben sie hier vorne, die haben sie hier ist neu. Das ist ja auch nicht XCR oder so. Das ist ja auch so. Ja, das geht aber noch LX. LX, ja. Wollte ich aber auch umbauen. Umgebaut. Kommt XCR komplett ran, und zwar aus der Serie. Geil, kommt da ran, richtig geil. Habe ich noch da, halt XCR aus der Serie. Habe ich noch da. Kann ich noch liegen hinten. Immer geil. Neue Züge kommen drin, müssen einfach. Ist einfach Pflicht. Schaltwerk muss auseinandergenommen werden, sauber gemacht werden. Ist einfach Pflicht. Sattel werden alle mal neu gezogen bei mir. Und der natürlich in Pink, was denn sonst? Ja.
Jet. Naja. Muss ich mal gucken. Wo ist mein Spaßrad? Ja, du passt ja, aber das ist schon eine modernere, die ist doch gar nicht so, die kann gar nicht so, von 93 kann die nicht sein. Die ist von 93 umgerüstet auf Stahlfeder. Die kann ja nicht von 93 sein. Mhm. Pink, Alter. Und die Seriennummer ist 119365. Nee. 1193, das erste kannst du weglassen. 1193-6660. Oh, was ist denn deine Nummer? 6660? Ja. Nein, ist die Nummer 666? Alter, der Teufel hat dich. Oh, wie geil ist das? Ein Sechser im Lotto quasi. Ist Nummer von 1193? Nummer 666. Das ist ja geil. Das 1660. Ja, genau. Na, geiler geht's nicht. du Mecker. Schimpfst du? Hm? Ja, die möchte das nehmen, was wir. Ja, das weg ist wichtig. Ja, gut. Okay. Ich geh mal. Papa, dein Schoko war lecker. Hab ihn auch gegessen. Sehr gut. Nicht meckern. Was hast du denn gemacht, ja? Gut, wir machen Feierabend für heute. Also macht ihr gut. Wir sehen uns morgen wieder oder so oder im nächsten Vlog. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.